Willkommen, liebe Zuschauer. Morgen jährt sich der Todestag von Prinzessin Diana zum 20. Mal. Prinz William, Prinz Harry und Kate haben heute einen Garten besucht, der mit den Lieblingsblumen ihrer Mutter bepflanzt ist. Es ist der Garten von Dianas früherem Zuhause am Kensington Palast. Und vor dem Kensington Palast steht meine Kollegin Diana Zimmermann. Diana, ich sehe schon ein paar Bilder im Hintergrund, aber ich hätte ehrlich gesagt viel mehr Trubel erwartet. Welche Bedeutung hat denn der 20. Todestag von Diana in England? Werden in dem Garten in Zukunft George und Charlotte spielen dürfen? Ist der öffentlich oder ist der nur zum Anschauen angelegt? Das verstehe ich. Eine Sache noch, warum fand der Termin schon heute statt? Weil der Todestag jetzt sicher morgen erst. Vielen Dank, Diana. Wir sprechen uns dann auch morgen wieder, denn dann gibt's bei uns ein Leute heute Spezial zum 20. Todestag von Prinzessin Diana. Gleich erzählt George Clooney, wie es so ist, Papa zu sein. In einer Minute melde ich mich zurück. Hallo zurück. Heute beginnt das Filmfest in Venedig. Das heißt, ab heute fliegen wieder Hollywood-Stars und Filmlegenden ein. Einige sind schon da, unter anderem Matt Damon, und der hat gut lachen. Sonne satt, und dann ist er auch noch der Erste, der seinen neuen Film vorstellen darf. Ja, George Clooney hat zu Venedig auch eine ganz besondere Beziehung. Hier hat er seine Frau Amal geheiratet und sein geliebter Comer See ist auch nicht weit weg. Dort lebt er jetzt mit seiner Familie, genießt es aber auch, seine Frau mal alleine auszuführen. Und wir haben ein paar tolle Schnappschüsse von den Stars entdeckt. Schauen Sie mal. Oh la la. An solche Bilder muss man sich erst noch gewöhnen. Wladimir Klitschko kommt jetzt nicht mehr mit nacktem Oberkörper und Boxmantel daher, sondern ganz vornehm im Anzug. Er hat ein Buch herausgebracht. Als er das vorgestellt hat, gab es auch eine Frage zu seinem Privatleben. Trennung, ja oder nein? Und Klitschko hat geantwortet. Aber schön der Reihe nach. So, morgen nicht vergessen, dreht sich bei uns alles um den 20. Todestag von Prinzessin Diana. Ihr Wirken, ihr Leben, ihr Tod ab 17:45 Uhr. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin, machen Sie es gut.